jetzt immer noch da bei diesem. In der Nähe von diesem kaputten Auto mit dem. Wo bist du? Warte. Medikzelt. Ich guck mal, ich komme raus aus dem Zelt. Hier. Ah, du bist doch ganz in der. Dahin. Mhm. Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ich war jetzt auch dahin schon irgendwo. Im letzten Zelt. Warst du hier schon drin? Hier war ich drin. Okay. Da noch nicht. Ich glaube, hier ist Munition für meine Waffe. Jawohl. Also eigentlich kann ich mit dem Ding jetzt frei rumballern. Ich habe so viel Munition dafür. Theoretisch brauche ich mir keine Sorgen machen. Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Und da lag auch noch irgendwie für eine Schusswaffe oder so irgendwas von oben rum machen. So, für die M4 war da. Ja, ich habe auch schon mehrere hier gesehen vorhin. Hier ist noch ein Magazin. Für die M4. Liegt hier in der Ecke links. Keine Ahnung, ob du es brauchst. Also ich führe irgendwie immer mindestens zwei Magazine mit mir. Weil falls ich das dann... erstmal mitnehmen und falls ich es dann doch nicht brauche, aber... Genau, die Hose brauchst du nicht. Ich habe auch eine, so eine Army-Hose, glaube ich. Ist das... Und dann gibt es hier auch so kleine Bunker, wo du dann auch mal gucken musst. Also Bunker sind hier richtig gut, da findest du fast immer gutes Zeug, wenn es nur Verbesserungen für deine Waffe sind. Aber hier ist nichts. Hier finde ich irgendwie nie was in dem Teil hier. Aber da hinten ist noch so ein Bunker, da habe ich auch eine M4 gefunden gehabt damals. Hier ist eben kurz ein Zombie, den mache ich eben. Da bist du, okay. Loki, Loki. Nichts drin. Nix. Ja, was für die M4. Ich glaube, hier ist noch ein Magazin, ja. Ein 10er Magazin ist hier und was liegt hier? Was ist denn das? Weapon Flashlight. Aber eine, die ist kaputt und hier ist noch so ein Waffen, so eine Munitionsbox für 300 Kugeln. Also eine Box habe ich ja jetzt schon, auch für 300 Kugeln. Mhm. Aber hier, was ist das? Ist da überhaupt was? Nö. Sieht nur so aus. Hier ist noch eine Wasserflasche. Wasserflasche und noch ein Magazin. Meinst du hier drin im Magazin oder? Liegen fast überall Magazine. Auf der anderen Seite liegt aber auch noch eins. Ja, ein 40-Schuss-Dings. Ja, finde ich gar nicht schlecht. An deiner Stelle würde ich es mitnehmen. Mach ich jetzt auch. Hm. Ja, bloß alles in die Kiste dann rein. Dann brauche ich nicht so viel Platz. Ist noch eine Schulterstütze für die M4? Ja, habe ich schon mitgenommen, eine. Hier ist noch ein Magazin. Volles Magazin sogar, ein 20er. Meine Fresse. So viele Magazine für die Knarre. Hier ist noch eine Schulterstütze. Hier ist noch ein Magazin. 10er. Pack das Magazin mal eben hier kurz in diese Kiste rein. Mhm. Dann hast du hier noch so ein, weiß ich nicht, ob das ein Ziel, eine Optik ist. Irgendwie sowas, ja. Für das M4. Scheiße. Ja, bei mir ist der Server neu gestartet. Ja, ich hab dasselbe Problem. Warte mal, dann mache ich jetzt mal die Aufnahme aus und dann gehe ich wieder rein in den Server. Mein Gott, mich hat er hier wieder irgendwie in so ein... Hä? Es ist schon wieder neuen Loot. Ich glaube, wir müssen nochmal durchgehen. Ja, weil das ist ja jetzt wieder alles neu. Der Server ist ja neu gestartet. Juhu! Schlaraffenland! Diesem Ding sind hier zum Beispiel auch wieder neue Waffen und sowas, wo wir vorhin drin waren. So ein Scheiß. Hier ist schon wieder Munition für mich. Kann ich aber jetzt, kann ich eben schnell was mit der machen. Was kannst du? Jetzt die Munition schnell da reinpacken. Mhm. Uff. Zombie direkt vor mir, Alter. Junge, Junge. Ah!
Ich dachte, du bist das, der da neben mir läuft. Ich höre da so Schritte, weißt du? Ich denke so, naja, läuft er mir gerade wieder nach. Ey, boah, da ist mal der Zombie neben mir. Leck mich fett, habe ich einen Schreck gekriegt. Oh, das warst nicht du. Ja, aus irgendeinem Grund spinnt meine Maus gerade ein bisschen. Ich muss mal kurz gucken. Da ist noch ein Zombie. Oh, so ein bisschen. Lecko mio. Einmal kurz nochmal vielleicht raus und reingehen, weil ich es gerade so ein bisschen. Oh ja, mach ruhig. Sammeln wir eben die Box wieder auf. Die Box brauchst du doch gar nicht auf den Boden legen. Weißt du, wie das geht mit dem Munition reinpacken und so und rausnehmen? Nee. Das wusste ich am Anfang nämlich auch nicht. Da war sie nämlich weg. Das geht ganz einfach. Du musst es einfach nur in deine Aktionsleiste ziehen und dann öffnest du die damit. Okay. So einfach nur, wie man, also da, wo die jetzt hier Hände sind, oder wo meinst du jetzt? Ja, das geht auch. Müsste eigentlich auch gehen. Und dann öffnet die sich. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Eine RDS-Optik mit Worn. Also Worn ist ja eigentlich noch okay. Ich pack dir die mal ein, vielleicht brauchst du die ja. Wenn wir sie denn finden, deine M4, dann kannst du das alles daran basteln. Sag mir mal bitte Bescheid, wenn du wieder da bist. Ja, ich bin jetzt rausgekommen wieder. Oh, ich wollte schon sagen, wir rennen da jetzt drin rum. So. Was liegt hier? Was ist denn eine ARCOG-Optik? Ist die auch für die M4 oder was? Ja, das ist so ein Visier. Ja, das ist ja dann besser. Dann packe ich dir das Ding ein. Dann ist das Ding ja besser. Hier sind wieder Stiefel. Ich höre einen Zombie. Kommt da gerade auf mich zugelaufen. Ich weiß gar nicht, wo du bist, deswegen. Bart, ich jetzt gerade schlecht. Ach, da bist du. Warst du hier jetzt schon drin, wo ich drin bin, überall auf der rechten Seite, oder? Nee, ich laufe jetzt gerade alles neu ab. Jetzt auch nochmal. Long Range, Badly Damaged, was ist das? Flashlight, hier ist nochmal ein Magazin. Mal zu dem Medic-Zelt da hinten rennen und gucken, ob da was drin ist. Kannst du machen, aber warte mal kurz, ich guck mal, ob hier ein M4 liegt. Ja. Okay. Ne, hier liegt keiner, aber... Einfach. Oh, hier eine Optik. Aber die ist kaputt. Ne, hier ist alles... Ja. Hier ist ein Rucksack. Hat's eigentlich jetzt hingehauen, was ich dir gesagt hatte? Ich hab das jetzt in den Handy getan, aber ich habe jetzt bis jetzt noch nichts, was ich da reintun konnte, außer dieses eine. Ein Patron, die habe ich ja schon da rein. Ja, du kannst es aber auch in die Leiste da ziehen, weißt du, von wegen 1 bis 0. Ja, da habe ich das jetzt schon drin. Genau, und da drückst du dann drauf und dann machst du ein Inventar auf und dann siehst du das. Ach, da, okay. Und das Zeug tust du dann reinziehen, einfach nur, also die Munition. Aber die muss halt ausgepackt sein, die darf halt nicht in dem Magazin drin sein, genau. Oder bei mir halt in meinem Fall nicht in dieser Pappschachtel. Ja. Okay, was liegt hier noch? Sind hier noch Spaghetti? Also jetzt habe ich noch einen gibt's noch, wo wir reingucken können, einen Bunker, wo vielleicht ein M4 drin ist, da habe ich meine letzte her. Okay. Oh, hier ist ein Zombie. Ich guck mal schnell, ob deine ist. Also ich gehe jetzt erstmal raus und Teil raus etwa. Komm dann wieder rein. Also es könnte auf jeden Fall jetzt sein, dass wieder eine da ist, wo wir vorhin waren. Weil ja der Server alles neu wieder hat. Scheiße, ich habe meine Axt aus der Hand. Ich stell mich erstmal vor den Zombie, ja, hab gar keine Axt in der Hand, drückst du drauf, hä? Warum passiert denn nichts? Naja. Das habe ich gut drauf, sowas. Das ist dann immer passiv-aggressiv. Was ist das? Ist auch schon wieder irgendwas, ein kleines Visier. Du hast eine Schutzweste gefunden. Badly damaged, naja. Packst du dir ein? Ja. Mein Gott, wo ist denn hier eine M4? Das kann doch nicht wahr sein, warum gibt es denn keine M4 mehr? Ist auch wieder ein Visier. Aber da habe ich ja schon ein gutes für dich eingepackt. Ja. Verfluchte Axt. Wissen wir jetzt genau, dann kann ich wieder zu dir kommen. Ich komme rein jetzt wieder in den Distrikt.
Nennen wir es mal so. Hier komme ich nicht durch, war ja klar. So. Ich bin wieder da. Ich sehe dich aber auch nicht. Ja, ich bin gerade im Zelt. Ich habe ihn eben noch. Okay. Also ich habe jetzt so viel Munition für das Ding, ich weiß gar nicht, warum ich nicht einfach mal ein bisschen rumballer damit. Einfach mal so ein bisschen üben damit, weißt Nee. Ich sehe dich nicht. Ich auch nicht. Also ich bin jetzt an den Zelten, die wir vorhin durchsucht hatten. Wir haben alle vorhin durchsucht, ich sehe dich. Dreh dich um. So, na gut, dann lassen wir die Zelte hier mal Zelte sein, ja, und gehen einfach weiter. Und hoffen, dass wir da in den Häusern denn was finden für dich.